Adam Automobile, Ihr zuverlässiger Partner rund ums Auto. Faire Preise und Kundenzufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Der An- und Verkauf von Ihrem Fahrzeug ist nun kein Aufwand mehr, denn wir kümmern uns um die komplette Durchführung. Egal ob Gebraucht- oder Unfallwagen, eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung ist für uns selbstverständlich. Kommen Sie direkt vorbei oder vereinbaren Sie einen Termin. Ihre Zufriedenheit ist unsere Freude. Adam Automobile, zentral in der Bahnhofstraße 32a in Bad Honnef. Equitana 2015. Aus Liebe zum Pferd. Alle 2 Jahre treffen sich rund 200.000 Menschen in Essen. Auf 90.000 Quadratmetern und 17 Hallen wird alles zum Thema Vierbeiner geboten. Reitmode, Pferdepflege, Fütterung und Transport. Ein ganz wichtiges Thema für alle Pferde- und Reitfreunde ist das Thema Transport und Reisen und vor allen Dingen Transport und Sicherheit. Wir befinden uns jetzt in der Halle 3 und hier stehen ganz viele moderne Modelle von Transportmöglichkeiten wie LKWs, Hänger und ganz viele tolle Systeme, die uns hier vorgestellt werden. Wir sind in der Halle 3 und wir werden euch hier nachher ein paar davon zeigen. Bei 90% aller Pferdeanhänger ist es so, dass die Pferde in Fahrtrichtung transportiert werden, weil die Laderampen hinten sind und die Pferde vorwärts eingeladen werden. Grundsätzlich aber ist der Pferdetransport rückwärts gerichtet für die Pferde wesentlich schonender. Man sieht es sehr schön, wenn ich eine seitliche Laderampe habe, habe ich die Möglichkeit, das Pferd so einzuladen. Es gibt einen Versuch, bei dem man ein Pferd in einen völlig freien Raum gestellt hat und transportiert hat. Und jedes Pferd hat die Neigung dazu gehabt, sich rückwärts gewandt zu drehen. Ich stehe jetzt hier in einem ganz tollen Birkmann-Hänger. Hier ist, wie man sieht, sehr viel Platz für die Pferde. Aber was ist eigentlich mit Sattel, mit Trense und mit dem ganzen Zubehör? Wie kommt das denn einfach möglichst in den Hänger raus und rein und dabei auch noch sicher? Und dabei werden wir jetzt einfach mal zu Caro gehen. Die hat die perfekte Lösung dafür gefunden. Thema Transport und Reisen. Wir haben hier einen Schrank ohne Rollen und einen Schrank mit Rollen. Wo ist der Unterschied? Welche Vorteile hat man? Können Sie mir da was zu sagen? Ja, der Schrank, den wir da ohne Rollen stehen haben, der ist für den normalen Gebrauch im Stall. Da kann man seine ganzen Sachen wie Sattel, Trense, Putzzeug, Decken im Stall verstauen. Und der Schrank mit Rollen, der ist dafür geeignet, um den immer mitzunehmen auf Turnier, Lehrgänge oder sonstiges, wo man mit dem Pferd hin verreisen möchte. Den Schrank einzuladen, ist das einfach? Wie funktioniert das? Der ist einfach zu schieben. Wir haben für den LKW einen Haken für eine Seilwinde mit reingebaut. Ansonsten kann man den auch sehr leicht mit 2 Personen, wenn er gefüllt ist, in den Hänger oder in den Transporter reinschieben. Showeinlage mit Pferden oder Kaufrausch. Jeder kommt auf seine Kosten.